Enthusia. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir hier Enthusia Professional Racing. Und meine Fresse, was war das für ein Intro, ne? Ja, für mich ist es ein Blind Let's Play, weil ich das Spiel so noch nie gezockt habe. Und ich möchte natürlich das Spiel durchspielen hier. Es gibt hier einmal den Punkt Enthusia Live und einmal Driving Revolution. Driving Revolution ist sozusagen, hier sind die Lizenzprüfungen wie bei Gran Turismo. Ich möchte aber mit euch sozusagen die Karriere auch durchspielen. Und deswegen, ich möchte nicht lange um den heißen Brei reden. Ne? Und wir starten mal hier direkt hier den Punkt. Ich habe euch ein bisschen angelogen. Ich habe das Spiel ein bisschen gespielt letzte Woche, um mich nicht direkt am Anfang hier zu verkacken. Und hier wird direkt am Anfang des Spiels sehr viel erklärt. Das kürze ich mal ein kleines bisschen hier ab, ne? So, wir können uns hier direkt am Anfang ein Auto aussuchen. Rechts sind die ganzen Daten. Ich glaube, das ist alles selbsterklärend. Das brauche ich hier alles nicht zu erklären. Das sind die ganzen Daten. Das ist ein Kompaktwagen. Oh Wunder, oh Wunder. Und ja, wir fahren hier ohne Traktionskontrolle und ohne ESP. Das habe ich am Anfang des Spiels ja deaktiviert, habt ihr ja, glaube ich, gesehen. Und ja, wir können uns jetzt ein Auto hier aussuchen. Und ich habe mir schon ein Auto auch hier rausgesucht. Aber wir gucken uns natürlich hier die anderen auch an. Ja, der Entwickler Konami kommt ja aus Japan und dementsprechend gibt es hier auch einige, viele japanische Fahrzeuge. Aber ja, keine Sorge, hier gibt es auch natürlich europäische und amerikanische auch. Aber hauptsächlich viele, viele, viele japanische Fahrzeuge. Und ich habe mir ein Auto schon hier mal rausgesucht. Wir gucken aber, wie gesagt, einmal hier die Liste durch. Das sind relativ langsame Fahrzeuge auch. Hier gibt es auch ein MG. Den Wagen gibt es, glaube ich, hier nicht in Gran Turismo. Ein Bluebird gibt es auch noch. Und ein Mazda Cosmo Sport. Und auch diesen Wagen werde ich hier auch nehmen. Und wir können uns auch hier einmal die ganzen Details anschauen. Aber ne, brauche ich alles hier nicht. Also, ja, wir kennen den Wagen von Gran Turismo auch ganz gut. Suchen uns eine Farbe aus. Ich kenne den Wagen eigentlich auch sehr gut nur unter Weiß. Und wir fahren auch manuell hier. So, jetzt sind wir hier auch im Hauptmenü angelangt. Und hier erkläre ich mal euch auch ganz kurz, was wir hier alles machen können. Hier können wir halt die Rennen teilnehmen, den Wagen auch auswechseln und auch ausruhen. Und hier im unteren Bereich halt uns die Garage anschauen und unsere Rekorde auch angucken. Unten, ganz unten, seht ihr halt die Platzierung, wo wir aktuell sind. Wir sind aktuell auf Platz 1000. Und ja, das Spiel, unser Ziel ist natürlich hier auf Platz 1 zu erreichen und jedes Rennen, die wir fahren, da vergeht eine Woche und ein Jahr besteht ja aus 52 Wochen und ich glaube, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, wir müssen innerhalb von den 52 Wochen hier auf Platz 1 erreichen. Das ist unser Ziel und ja, wir gucken mal weiter. Pro Rennen haben wir die Möglichkeit auch dann halt ein Skill-Level zu erreichen. Und ja, je höher unser Skill-Level ist, desto mehr Into-Punkte haben wir auch. Wenn wir richtig scheiße fahren, dann verlieren wir Into-Punkte und wenn wir gar keine mehr haben, müssen wir eine Zwangspause auch machen. Und da ist halt das Problem, dass wir, wenn wir eine Pause machen, dann Plätze verlieren auch. Ne? Deswegen immer schön fahren hier. Hier können wir sehen, welches Tuning-Level das Fahrzeug auch hat. Jedes Mal, wenn wir halt gut fahren, kriegt das Fahrzeug auch Erfahrungspunkte, kann auch aufsteigen und wird auch dadurch schneller hier. Hier sehen wir die ganzen Falten, die aktiviert sind. Also wir haben gar keine hier aktiviert. Und wir können uns ja ein Rennen aussuchen hier. Das mache ich jetzt auch. Und wir gucken mal. So, hier sind die Rennen jetzt. So heißt die Strecken. So heißen die Strecken immer. Hier unten sehen wir die ganzen Streckendetails auch. Und ja, wir fahren aktuell in der Anfängerherausforderung hier, ist ja direkt der Anfang auch. Und unten, ganz unten sehen wir die Quote, wie schwer die Rennen sind. Je höher die Quote, desto schwieriger sind die Rennen auch, ja. Und ja, suchen wir uns mal ein Rennen aus. Wir gucken uns mal hier die Strecken einmal an. Das sind aktuell alles nur Fantasiestrecken. Es gibt insgesamt, ich meine, 50 Strecken und 2 Strecken in Real Life zu Kuba und die Nordschleife gibt es hier übrigens auch. Gut, wir gucken uns hier nochmal, wie gesagt, die Strecken an und ich würde mal jetzt einfach nicht übertreiben und direkt das schwierigste Rennen hier fahren, sondern komm, wir steigen und wir fahren einfach mal jetzt hoffentlich ein entspanntes Rennen hier auch. Hier sehen wir die ganzen Details, ne? Wenn wir auf Platz 1 sind, kriegen wir halt die meisten Punkte natürlich auch. Hier sehen wir die ganzen Rennkategorien, das ist die langsamste Kategorie sozusagen. Je höher wir von der Platzierung sind, desto ja, bessere Kategorien schalten wir auch frei. Hier sehen wir nochmal die Quoten
Und ja, wir, da wir das langsamste Fahrzeug hier im Feld sind, starten wir auch von Platz 1 aus. Und ja, hier wird der Name auch irgendwie von dem Wagen angezeigt. Und das war's auch schon hier, ne? Wir haben die höchste Quote hier, also höchste heißt jetzt die schwierigste Quote sozusagen. Und das sind die ganzen Fahrzeuge auch. Schöne Fahrzeuge, wie ich finde auch. Das sind einige neue auch, also beziehungsweise im Gegensatz zu Gran Turismo 4, auch Autos, die wir so halt, ne, von GT4 ja nicht kennen. So, und wir starten jetzt endlich das Rennen. Und ich kann euch nur eins sagen, ich versuche möglichst sauber zu fahren. Ich kann aber euch nicht versprechen, dass ich das schaffen werde. Denn Enthusia ist ein sehr, sehr, sehr anspruchsvolles Spiel. Die Fahrphysik, die ist nicht ohne. Also ein bisschen übertrieben. Im Gegensatz zu Gran Turismo 4 ist die Fahrphysik hier schon besser. Also nicht besser, sondern realistischer definitiv. Das werden wir ja spätestens sehen, wenn wir dann hier die erste Kurve auch schon fahren. Und wir machen hier schon nice Driftos hier bestimmt, ne? Okay, mit dem Wagen werden wir wahrscheinlich keine Driftos erleben so richtig. Aber dennoch, wir werden auf jeden Fall noch schnellere Fahrzeuge fahren. Und da können wir auch richtig sehen, wie anspruchsvoll das Spiel auch sein kann. Und das Spiel kann ich ja auch schon mal ein bisschen so, ne, euch erklären, also beziehungsweise euch sagen. Das Spiel kam ja halt im selben Jahr raus wie Gran Turismo 4. Ein bisschen später als Gran Turismo 4. Und das, weil es halt später erst rausgekommen ist, ich glaube 2-3 Monate nach Release von GT4, ist das Spiel total untergegangen. Ich glaube, die meisten von euch kennen das Spiel wahrscheinlich gar nicht. Das sieht auch ein bisschen aus wie ein Gran Turismo 4-Klon, ne? Und ich muss ehrlich sagen, die Fahrphysik ist wirklich nicht ohne. Aber dennoch hat das Spiel was, ne? Die Grafik finde ich auch relativ gut. Kam auch nur exklusiv für die PS2 raus. Ist jetzt kein... Also wenn man es heutzutage jetzt mit modernen Spielen vergleicht, natürlich jetzt kein, ne, keine Grafikporn oder was auch immer. Ist einfach für ein 2005er Spiel echt hübsch, muss ich sagen. Und für ein PS2-Spiel generell auch sehr, sehr hübsch. Läuft auch sehr flüssig mit 50 FPS. Wir zocken ja aktuell, also wir zocken ja hier die PAL-Version auch. Und die PAL-Version unterstützt ja maximal nur 50 Hertz, dementsprechend auch nur 50 FPS. Und das meine ich, wir verlieren Intro-Punkte, wenn wir hier halt scheiße fahren. Das habe ich jetzt gerade eben gemacht. Nicht nur Intro-Punkte, sondern auch dann für das Skill, für die Platzierung am Ende verlieren wir wichtige Punkte auch. Also versuchen immer möglichst sauber zu fahren. Das ist das Ziel hier. Und leider unterstützt das Spiel auch kein 16:9. Also wir sehen links und rechts leider schwarze Balken. Also wenn ihr aufs Smartphone guckt, wenn ihr das über den Internetbrowser guckt, dann seht ihr, glaube ich, die schwarzen Balken, ne? Ich nehme so ein 4:3 auf. Ja, leider keine schwarze, kein Widescreen hier. Aber ist halt so, ne? Ist ein altes Spiel. Ist ja über 15 Jahre alt, das Spiel. Und wir haben übrigens erfolgreich das erste Rennen gewonnen. Juhu! Und hier können wir uns hier die Runden einmal anschauen, analysieren. Hier können wir auch sehen, dass wir einen Unfall gebaut haben. Nicht gut, nicht gut. Und ja, gucken wir uns mal hier einmal die Wiederholung hier an. Wir können auch mal hier von außen so ein bisschen die Grafik begutachten, bestaunen. Also ganz ehrlich, echt ein hübsches Spiel für ein 2005er Spiel, für ein PS2-Spiel. Warum das Spiel nicht für den PC auch erschienen ist, keine Ahnung. Echt schade eigentlich. Für den PC, ne, könnte man das auch prima wahrscheinlich mit Lenkrad spielen und würden wahrscheinlich auch sehr viele Mods auch rauskommen. Also das war wirklich eine Fehlentscheidung wahrscheinlich von Konami, das Spiel nicht für die PS2 rauszubringen. Aber echt ein hübsches Spiel dennoch. Komm, ich werde jetzt nicht die komplette Wiederholung hier zeigen. Ich zeige euch ein bisschen hier von außen. Wir werden auch nicht jedes Rennen uns die Wiederholung anschauen. Ich glaube, wir werden jetzt auch mal die Wiederholung beenden. Und auch nochmal hier auf Beenden drücken. Und ja, nach jedem Rennen haben wir die Möglichkeit, ein Auto zu gewinnen. Und ich hoffe mal, dass wir das schnellste Fahrzeug auch hier gewinnen werden. Jawohl, wir haben auch das schnellste Auto hier bekommen. Ein Accord Euro R. Der ist definitiv schneller als unser Mazda Cosmo. Hat auch die C-Klasse hier. Und wir werden auf jeden Fall den Wagen auch nehmen. Wir können leider kein Auto kaufen. Also wir können nur Autos gewinnen hier. So, hier werden hier halt die ganzen Punkte kalkuliert, da wir keine Pfeifen haben wir hier 60 Punkte bekommen, so und so. Ich habe da leider einmal die Begrenzung leicht getroffen, deswegen kriegen wir 10 Strafpunkte und hier können wir sowohl das Fahrzeug als auch den Fahrer aufleveln
Und ja, das sehen wir auch jetzt gleich. Wir haben jetzt auch mit dem Wagen ein Level Up erreicht. Dementsprechend, okay, wir erreichen auch mit dem Fahrer ein Level Up. Und je höher unser Level, desto mehr Ento-Punkte kriegen wir auch. Das ist auch sehr, sehr gut. Und ja, der Wagen hat auch ein Level Up erreicht. Deswegen ist der Wagen vom Gewicht her jetzt ein bisschen besser. Also ich glaube halt, da unten steht es auch drauf, Gewichtsreduzierung Level 1. Deswegen ist der Wagen jetzt ein bisschen schneller auch. Aber wir werden dennoch den Wagen jetzt einmal wechseln. So, und eine Woche ist jetzt vergangen, wie am Anfang schon gesagt. Wir sind ein Rennen gefahren, eine Woche ist vergangen. Und wir sind jetzt auf Platz 967. Und das werden wir jetzt noch vielleicht, das werden wir jetzt die nächsten 50 Male auch jetzt hier machen. Also Rennen gewinnen und dann hoffentlich irgendwann Erster werden auch, ne? So, wir haben jetzt ein schnelleres Auto auch bekommen, deswegen suchen wir uns mal den Wagen. Sieht ein bisschen alles komisch hier aus. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Probe gespielt, weswegen ich mich ja in der Menüführung hier ein bisschen auskenne. Möchte nicht direkt am Anfang hier mich total blamieren hier. Und ja, wir haben einen Honda Accord gewonnen und wir werden auch natürlich den Wagen nehmen. Das Blöde ist jetzt nur, weil wir den Wagen jetzt gewechselt haben, vergeht irgendwie eine Woche. Keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Ja, sehen wir auch hier, aber wir verlieren keine Plätze, weil wir auch kein Rennen gefahren sind oder so. Aber wenn wir halt alle Intro-Punkte verlieren, dann verlieren wir auch Plätze, Platzierungen auch, ne? Gut, und das war's also auch. Also das ist halt das Grundprinzip von dem Spiel und ja, unser Ziel, Platz 1 erreichen. So, wir fahren mit dem Wagen jetzt direkt das nächste Rennen auch. Gucken wir uns mal hier die Quoten an. Wir können theoretisch nochmal dasselbe Rennen wieder fahren. Möchte ich aber ehrlich sein nicht machen. Und ja, die anderen Rennen, da kriegen wir halt eine zu niedrige Quote, deswegen, komm, übertreiben wir es mal richtig und fahren das schwierigste Rennen hier. Können uns auch mal hier die Fahrzeuge anschauen. Also die zwei Fahrzeuge sind langsamer und die drei Fahrzeuge sind ein bisschen schneller. Was ist das für ein Auto? Das kenne ich ja eigentlich gar nicht. Okay. Und ein XJR, das ist, glaube ich, hier ein Jaguar. Dann let's go. Ich, zum Glück fährt hier keine Viper, weil beim Proberennen, bei der Probeaufnahme, da sind auch, auch schnellere Gegner mitgefahren hier. Eine Viper auch unter anderem. Und was ist das Fahrzeug dahinter uns? Das kenne ich gar nicht hier. Naja, und die Musik auch, die ist hier unglaublich, muss ich ehrlich sagen. Sie gefällt mir unglaublich. Die ist echt super. Oh, ich muss auch hochschalten, das darf ich nicht vergessen. Der fährt ja richtig schnell hier, der plötzlich, also der hinter uns. Und generell, die Autos hinter uns sind halt schneller als wir, aber ich glaube, die KI sind am Anfang halt besonders leicht eingestellt. Ich glaube, ich hoffe, dass wir hier relativ einfach hier die Rennen auch gewinnen und ich versuche auch möglichst sauber zu fahren und diese Sachen hier auszublenden. Die nerven ja ein bisschen. So, deswegen fahre ich unglaublich vorsichtig und wir können auch nicht die Rennen neu starten, also nur first try immer. Das ist wie bei Juiced, ne? Vielleicht kennt ihr ja Juiced 1 noch. Da kann man auch nicht die Rennen neu starten. Man muss ja echt vorsichtig fahren. Und viele Spiele sind auch nicht jedes Rennen zu gewinnen wegen Gran Turismo, sondern halt wirklich versuchen, saubere, faire Rennen zu fahren und möglichst gute Platzierungen immer zu erreichen. Natürlich halt immer versuchen, Erster zu werden. Aber Ziel des Spiels ist halt, Platz 1 zu erreichen. Und dann müssen wir nicht jedes Rennen dafür gewinnen. So, wird auch, ich weiß auch gar nicht, wie lang das Let's Play sein wird. Vielleicht brauche ich nur 20 Parts, vielleicht sogar 100 Parts, um das Ziel zu erreichen. Also halt, ne, Platz 1 zu sein. Also von der Platzierung her, von der Rangliste her. Und jawohl, die Gegner, die fahren ja ein bisschen langsamer für uns jetzt hier am Anfang. Aber glaubt mir, die Rennen werden deutlich anspruchsvoller und wir werden nicht jedes Rennen gewinnen. Das kann ich euch schon mal sagen. Weil wir auch nicht die Rennen neu starten können, ne. Und ich hoffe mal, dass wir auch dann hier nach diesem Rennen hier ein besseres Fahrzeug auch gewinnen. Ich glaube, wir sind jetzt aktuell ein sauberes Rennen gefahren. Wir haben noch keine Gegner berührt und auch keine Bande oder so angefasst und uns nicht gedreht, ne? Deswegen, ich hoffe mal, das wird ein perfektes Rennen jetzt hier. Und die Strecken sind auch relativ simpel am Anfang. Apropos Strecken, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Ich habe so viel gelabert wieder mal. Es gibt insgesamt 50 Strecken und nur zwei reale Strecken. Einmal zu Kuba und einmal die Nordschleife. Immerhin die Nordschleife. Die bin ich aber noch gar nicht gefahren hier in Tunesien, sondern nur zu Kuba. Ich muss aber sagen, zu Kuba sieht echt gut aus. Vielleicht sehen wir auch die Strecke heute in diesem Part. Wenn nicht, dann spätestens im nächsten Part vielleicht. Oh! Nein! Oh, shit. Ich wollte ein perfektes Rennen fahren.
Also Zugbar sieht echt gut aus und ich glaube, die ist auch ein bisschen gescannt. Also die sieht so wie eigentlich wie Gran Turismo 4 aus ungefähr. Aber das werden wir alles noch sehen. Die Nordschleife bin ich noch gar nicht gefahren. Ich hoffe, dass die zumindest irgendwie GPS gescannt wurde oder so. Weil ich kenne die Nordschleife von Forza Motorsport 1 und die ist nicht so toll. Ja. Aber generell freue ich mich immer, dass ein Spiel die Nordschleife auch hat. Aber natürlich ist es super, wenn die auch dann gescannt wurde, auch hier richtig. So, und auch dieses Rennen fast perfekt gewonnen. Ey, schade, dass ich mich da verbremst habe. Und das werde ich sehr häufig tun hier. Ich werde mich nicht nur verbremsen, wahrscheinlich mich auch drehen oder so. Das wird auf jeden Fall ein Fest, wie der Held der Steine sagen würde. Und ich hoffe mal, dass wir direkt wieder ein gutes Auto gewinnen werden. Es kann aber auch sein, dass wir gar kein Auto gewinnen. Und das habe ich mir... Das habe ich irgendwie geahnt. So, wir haben minus 10 Punkte wegen dieser Kollision bekommen. Aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Und wir haben einen neuen Level erreicht. Level 3 sind wir jetzt aktuell. Und auch der Wagen gewinnt, bekommt ein Level ab. Gewichtreduzierung Level 1, super. Ist also jetzt ein bisschen schneller auch. Und wenn ich mich nicht täusche... Okay, wir haben jetzt nur 29 Platzierungen sind wir aufgestiegen. Also 900... jetzt sind wir auf Platz 951. Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben ja noch über 40 Wochen Zeit, Erster zu werden. Fahren wir mal direkt das nächste Rennen und ich meine, wir haben jetzt die nächste Rennkategorie freigeschaltet. Also da seht ihr ja oben hier RIV und wenn ich ganz rechts RN, ne? RIV, das sind ein paar schnellere Rennen, beziehungsweise schnellere Gegner auch unterwegs. Und ja, komm, 2,9er Quote hört sich realistisch an und auch Tsukuba, ne? Deswegen Tsukuba möchte ich euch unbedingt auch noch zeigen. Und die zwei sind schneller als wir und die anderen sind langsamer. Deswegen starten wir auch vom Platz 3 aus. Was sind das für Autos? A8 und ein C32 AMG. Okay. Gut, dann hoffentlich gewinnen wir auch dieses Rennen hier souverän. Und ich möchte jetzt auch wirklich mal ein perfektes Rennen fahren. Und das ist die Strecke Tsukuba. Die kennen wir ja alle hoffentlich in- und auswendig. Ich glaube, die meisten von euch haben ja meine Gran Turismo Let's Plays ja auch angeschaut und seit Gran Turismo 4 Produkt ist ja auch diese Strecke hier Tsukuba und deswegen kennt ihr glaube ich auch die Strecke und ja, wir können das prima vergleichen und der mit dem Audi und der auch mit dem Mercedes, die machen da erstmal jetzt einen Megastart. Komm, ich überhole mal alle jetzt von außen und oh, da fährt auch einer mit einem VW Touareg. Sieht man auch nicht so häufig in Rennspielen. Ah, ich darf den nicht berühren. Ich darf ihn nicht berühren. Okay, habe ich nicht berührt. Jetzt muss ich aber Erster werden. Ja, je weiter wir vorne sind, desto mehr Punkte kriegen wir ja natürlich auch. Was ist das für ein Auto? Sieht aus wie ein Mitsubishi, glaube ich. Oder was ist das für ein Auto? Keine Ahnung. So, nicht berühren. Die KIs, die sollen ja auch ein bisschen schlauer sein als die von Gran Turismo hier. Die sollen halt viel, viel vorsichtiger fahren auch. Und die versuchen uns auch nicht zu rammen oder so. Ich hoffe mal, dass die schlau genug sind und uns halt nicht ständig hier rammen. Weil auch wenn die KIs uns rammen, verlieren wir irgendwie, wie auch immer, halt Intro-Punkte. Das ist nicht gut. Und yo, der ist schnell. Also ich kann aus meiner Verteidigung sagen, dass der ein deutlich schnelleres Fahrzeug auch hat. Aber wir haben, glaube ich, mehr Skill als der da vorne. Der ist ein typischer Pay-Driver hoffentlich. Und ich hoffe, dass hier auch Windschatten simuliert wird. Dann können wir die uns ransaugen, aber der Wagen ist glaube ich zu schnell. Da hilft auch Windschatten nicht viel. Aber das Spiel soll ja halt realistischer sein als Gran Turismo 4, deswegen denke ich mal, kann das Spiel auch den Windschatten hier simulieren. Und wir haben 3 Runden Zeit diesmal, deswegen ist es nicht die letzte Runde. Komm, ich versuche mal wieder hier außen rum zu überholen. Und möglichst nicht hier irgendwie mich zu verbremsen oder beziehungsweise Off-Track zu fahren, dann verlieren wir wieder Interpunkte. Oh, das ist ein intensives Rennen jetzt, aber ich glaube, wir schaffen das noch. Das ist ja gefühlt wie, keine Ahnung, als würde er Mercedes fahren und ich wie Max Verstappen mit einem Red Bull. Aber wir haben souverän gewonnen. Nicht gewonnen, sondern überholt. Gewonnen haben wir noch nicht. Das werden wir noch gleich hoffentlich tun hier. Komm, ich werde mal hier die Sachen hier ausblenden. Die kommen immer, also ich muss jedes Mal die Sachen ausblenden. Die nerven ein bisschen, finde ich. Die... Versuche ich in jedem Rennen direkt am Anfang auszublenden. Und da wir ja aktuell nur mit dem Frontkipper fahren,
ist der Wagen relativ human zu fahren aktuell. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn wir halt so eine Viper fahren, die wird bestimmt richtig giftig, ne? Ja, ich weiß, das Wortspiel jetzt wieder mal, ne, von mir. Gut. Das Blöde ist auch noch, wir können nicht nach hinten schauen. Ich habe da keine Taste gefunden. Ich habe bei der Probeaufnahme, also nicht Aufnahme, sondern Probespiel, habe ich geguckt, wie wir nach hinten gucken können. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, dass wir irgendwie uns hinten anschauen können, ist halt, wenn wir hier in der Perspektive fahren. Komm, ich fahre mal in der Perspektive auch weiter. Ich meine, die Strecke, den Wagen kennen wir jetzt halt in- und auswendig. Haben wir uns schon genug angeschaut. Und auch so kann man eigentlich relativ gut fahren. Und wenn wir ein spannendes Rennen auch haben, können wir auch eigentlich in der Perspektive mal fahren. Ich komme eigentlich mit der Perspektive auch gut zurecht hier. Aber da wir haushoch führen aktuell, keine Ahnung, es waren glaube ich 2 oder 3 Sekunden oder so, fahre ich mal in der Perspektive jetzt. Man sieht auch, die Autos sind unterschiedlich schnell, ne? Also da gibt es relativ große Lücken auch zwischen den Gegnern. Aber wir werden dennoch halt auch sehr, sehr spannende Rennen hoffentlich erleben hier. Ich versuche immer halt möglichst ein Rennen zu nehmen, was auch eine hohe Quote auch hat. Und jawohl, wir haben auch Tsukuba souverän gewonnen. So, ich hoffe natürlich, dass wir jetzt einen Audi A8 gewinnen. Und das war diesmal auch das erste Mal, dass wir ein perfektes Rennen gefahren sind, ne? Ich glaube schon. So, please, 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 please. Also Audi A8 oder ein C32 AMG. Und natürlich gewinnen wir wieder kein Auto, war ja klar. Aber immerhin, unser Wagen ist jetzt auch ein bisschen schneller jetzt, ne? Hat ein Level Up bekommen. Was hat sich jetzt verbessert? Reifen. Reifenverbesserung Level 1. Jetzt können wir besser lenken wahrscheinlich auch. Und 58 Punkte. Und wie sieht's aus? 920 sind wir jetzt aktuell. Okay. Ich hoffe mal, dass wir, je weiter wir vorankommen, desto höher, desto schneller steigen wir auch auf, ne? So, die Quoten sind jetzt ein kleines bisschen gestiegen und wenn ich mich nicht täusche, Mystic Herausforderung, genau. Herausforderung bedeutet sowas wie, wir fahren One-on-One, meine ich, genau, gegen Audi TT, oho. Okay, und wir können auch dann dieses Fahrzeug entsprechend auch gewinnen und ein Audi TT ist, glaube ich, auch schneller. Und diese Strecke, meine ich, ja, genau, diese Strecke ist eine Rallye-Strecke. Der mit dem TT, der ist, glaube ich, ein bisschen flotter unterwegs, weil er hat Allrad und zumindest am Start ist er bestimmt schneller. Aber ich hoffe mal, dass wir hier das Rennen dennoch gewinnen werden. Ja, der hat einen besseren Start jetzt hier. Und Rallye-Events, ja, ich kann mir gut vorstellen, also ich bin nur einmal hier diese Strecke gefahren und das war schon sehr, sehr anspruchsvoll mit dem Hecktriebler. Da wir ja zum Glück aktuell nur mit einem Frontriebler fahren, ist das jetzt, glaube ich, nicht so anspruchsvoll. Und meine Fresse, sieht die Strecke abgespaced auch wieder mal aus. Aber dennoch finde ich echt cool. Also die Umgebung, die sieht echt nice und steil aus. Und ich weiß nicht, ob das eine reale Umgebung hier ist, wo wir jetzt gerade fahren. Aber sieht dennoch halt sehr, sehr hübsch aus. So. Wie ihr sehen könnt, auch unten rechts, ich gebe ja, also ihr seht ja, wie ich Gas gebe. Und ihr seht ja auch, wie ich hier halt Gas gebe. Und zwar, ich kann auch mit Gefühl Gas geben. Ich gebe mit dem Rechner-Analogstick Gas. Wenn ich den Rechner-Analogstick nach oben schiebe, dann gebe ich Gas. Und wenn ich mit dem Rechner-Analogstick nach unten schiebe, dann bremse ich halt. Also so spiele ich hier eigentlich immer Gran Turismo. Und standardmäßig ist es immer hier in Tusia mit Kreuz hinterlegt, dass man Gas gibt. Und das kann ich überhaupt nicht. Das habe ich offscreen gemacht. Ich habe offscreen halt die Tasten neu belegt. Das Problem ist halt, das ist ja ein PS2-Spiel und beim DualShock 2 Controller sind die R2 und L2 Tasten halt nicht analog, sondern digital, nee, oder war das umgekehrt? Jedenfalls kann man da mit dieser Tasten halt nicht mit Gefühl Gas geben, weswegen ich halt dazu gezwungen wurde, mit dem Rechner analogstick halt jetzt zu fahren. Aber wie gesagt, ich kenne, so fahre ich ja auch eigentlich über Gran Turismo, also eigentlich seit ab dem vierten Teil spiele ich so Gran Turismo, wenn ich mit Controller spiele. Ich weiß auch gar nicht, ob hier offiziell Lenkräder unterstützt wird bei Enthusia. Ich meine aber schon, ich habe da was bei der Einstellung gesehen, dass man auch mit Lenkrad spielen kann. Und wie gesagt, weil das Spiel halt nur für die PS2 erschienen ist, werden nur halt die ganz, ganz alten Urstein-Lenkräder unterstützt. Also ich glaube,
ein Logitech G25 kann man wahrscheinlich schon mit dem Spiel zocken und das reicht auch, glaube ich, auch voller Kanne aus. Also ein Dike Drive Lenkrad von Fanatec zum Beispiel. Ich glaube, nee, da ist das Spiel, glaube ich, nicht zu realistisch. Also für 2005 ist das Spiel wirklich ultra realistisch. Aber zu realistisch, meiner Meinung nach. Für ein Rennspiel, ne? Also Rennspiele, ich finde, bei einem Rennspiel soll dann die Fahrphysik halt nicht übertrieben realistisch sein. Deswegen finde ich halt, wie das Gran Turismo bzw. Polyphonie gelöst hat, halt super. Für mich ist Gran Turismo eigentlich mehr 80% Simulation und 20% Arcade. Und wenn man halt eine richtige Simulation zocken möchte, dann halt entweder Assetto Corsa oder halt iRacing. Die sind wirklich 100% Simulation. Und ich würde die nicht als Rennspiele bezeichnen, sondern wirklich als Rennsimulationen auch, ne? Deswegen sage ich auch nie, dass ich Assetto Corsa spiele, sondern ich sage, ich fahre Assetto Corsa, weil es eine Rennsimulation ist, beziehungsweise eine Fahrsimulation auch ist. So. Das sieht aber jetzt richtig gut aus für uns. Wir haben auch einen sehr, sehr guten Vorsprung jetzt rausgefahren. Also der mit dem TT, der ist wieder mal unglaublich langsam unterwegs, aber ich glaube, je weiter wir vorankommen, desto schneller werden die Gegner auch wahrscheinlich, ne? Also, ich habe jetzt nicht so viel gespielt, ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Schwierigkeit immer anspruchsvoller wird. Vor allem, wenn wir halt dann auch... Nein! Auch wenn wir ein Rennen dann auch fahren werden, wo die Quote auch relativ weit hoch ist. Also, 9er-Quote oder so. Aber ich möchte jetzt nicht am Anfang hier des Let's Plays übertreiben. So finde ich es aktuell auch ganz gut hier. Und souverän gewonnen. Jawohl, ja, sag ich da. Porsche. Ne, wir kriegen kein Porsche, sondern wir kriegen ein Audi TT. Ich glaube, wir kriegen zu 100% jetzt auch ein Audi TT. Weil es eine Herausforderung ist. Oder ne, wir können auch den Wagen nicht gewinnen. Ach, wir haben wieder nur unseren Akkord. Ich hab mich eigentlich schon echt gefreut jetzt auf das Fahrzeug. Ohne Mist. Gut. Und wir haben wieder ein Level Up. Level 6 sind wir jetzt aktuell. Und unser Akkord wird immer schneller und schneller. Ja komm, ist auch eigentlich ganz gut. Und ich hoffe, dass wir jetzt unter Level 900 jetzt sind. Nicht Level 900. Platz unter 900. Und das sieht gut aus. 885 sind wir jetzt. Und das ist jetzt die vierte Woche. Ne, das ist die fünfte Woche auch, ne? Genau. Gut. Ich würde aber jetzt sagen, das war's dann auch für heute. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao.